Vielen Dank, dass Sie alle heute in den Kunstraum Grün gekommen sind. Ich sehe hier viele, die das schon seit vielen Jahren tun, denn wir haben heute ein Jubiläum. Das 10. Mal Kunstraum Grün. Man kann sagen, es ist mit den Jahren immer größer geworden. Eine Idee von Claudia A. Grundei. Deine Idee, die gewachsen ist im Laufe der Jahre. Und ich freue mich auch immer wieder, dass Menschen dazukommen, die es vielleicht noch nicht kennengelernt haben. Dass wir hier einen Kunstraum haben, der ganz viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zeigt. Normalerweise geht man in eine Ausstellung und entweder man sieht Malerei oder man sieht Skulpturen oder Fotografien oder Installationen. Hier sieht man alles auf einmal. Völlig unterschiedliche Arbeiten, Interpretationen. Und ich finde, das ist das Besondere seit 10 Jahren mitten in der Stadt, in einer grünen Oase, in einem botanischen Garten, wo wir Kunst erleben können. Und so viele Künstlerinnen und Künstler über die vielen Jahre, wer vielleicht die Broschüre in die Hände bekommen hat, der wird das sehen. Wie viele Künstlerinnen und Künstler im Laufe dieser 10 Jahre auch dabei waren, sich beteiligt haben, Dinge zu entdecken, die man vielleicht ansonsten nicht so irgendwo vielleicht schon mal kennengelernt oder gesehen hat. Ich hoffe jedenfalls, habe deshalb auch die Schirmherrschaft gerne übernommen, weil es wirklich ein ganz besonderes Projekt ist. Das Wetter spielt mit, es ist jetzt auch ein bisschen kühler geworden, das ist recht angenehm. Aber ich möchte wirklich allen Beteiligten danken, aber insbesondere Claudia möchte ich danken, denn ich weiß aus vielen Gesprächen, dass das, was wir hier heute erleben, immer eine wahnsinnige Vorarbeit ist. Und dass da auch immer viel dabei ist, lief auch nicht immer alles rund. Es gab auch oft manchmal Streit, Probleme. Auch die Stadt hat nicht immer mitgespielt. Auch das muss man mal sagen. Das hat sich auch alles im Laufe der Zeit entwickelt. Es gab auch Widerstände. Nichtsdestotrotz hat sich dieser Kunstraum Grün hier durchgesetzt. Und ich finde, für die Menschen, die hier erstens die nächsten Tage einfach mal hier in den Botanischen Garten kommen bei gutem Wetter, plötzlich so viel Kunstwerke sehen, werden sich daran erfreuen. Und es hat sich so rumgesprochen, ansonsten wären nicht so viele Menschen heute hier, um das hier auch mit uns gemeinsam zu erleben. Ich möchte Sie dazu einladen, einfach wirklich einen Spaziergang hier durch diese Anlage zu machen, die Kunstwerke zu entdecken und, wie gesagt, nutzen Sie die Chance, reden Sie mit den Künstlerinnen und Künstlern, die haben es alle verdient, dass Sie mit Ihnen ins Gespräch kommen, dass Sie Ihre Kunstwerke darstellen können. Herzlichen Dank. Und dir, Claudia, herzlichen Dank für deine Arbeit und dein Engagement.